Herzlich willkommen in Stuttgart. Ja. Bist du schon öfter hier gewesen? Ich war schon öfters in Stuttgart, ja. Und bin immer mit einem Porsche gefahren worden. Das ist das Schöne an Stuttgart. Mercedes oder Porsche, sehr richtig. So. Ja, genau, sehr angenehm. Was gefällt dir denn besser, Mercedes oder Porsche? Das sind beides die besten Automarken der Welt. Also ist beides ganz toll. Ja. Wenn du bei Dr. Fitz wärst als Kunde, wenn du einen Wunsch frei hättest, gibt es etwas an deinem Körper, wo du sagen würdest, das würde ich doch gerne mal machen? Auf jeden Fall. Ich bin auch deswegen hier, wollte ich auch heute mal mit ihm sprechen, wegen meiner Penisverkleinerung. Das ist wirklich ein Thema, was mich schon lange belastet. Wenn ich bin oft auf Mallorca und laufe so durch den Strand und wenn du wieder immer drauf trittst, dann würde ich auch gerne mal verkleinern lassen. Nee, immer, das spricht sich schon um. Ich habe schon mitbekommen. Genau, ich habe schon diverse Videos bekommen. Die nennen mich auch auf Mallorca nur El Pendulo, den Schleifer, wegen der dritten Spur im Sand. Und im Moment würde ich noch nichts machen lassen. Aber es kommt bestimmt irgendwann die Zeit, wo ich sage, das stört mich und da möchte ich jetzt gerne mal einen Eingriff machen lassen. Könntest du dir auch einen großen Eingriff vorstellen oder eher nur so ein bisschen Botox oder sowas? Ah, nee, ich habe total Angst vor Operationen und was Größeres, so ein Facelifting oder sowas. Sowas würde ich nicht machen, nee. Ja. Vielen Dank. Hast du Dr. Fitz vorher schon kennengelernt? Ja, wir zwei sind befreundet. Aus dem Grund bin ich eigentlich auch hier. Sehr gut. Ja. Dann freuen wir uns auf später und haben ein schönes Fest miteinander. Alles klar. Vielen Dank. War ein sehr nettes Gespräch. Ist ein nicht nur gut aussehender, auch sehr netter Mann. Ja, danke. Vielen Dank. Gerne. Schönen Abend dir noch. Gerne. Vielen Dank.